Hey meine Freunde, Michael87 hier. Ich war 6 Jahre im aktiven Polizeidienst tätig und heute reagieren wir auf die Polizeiklasse Folge 2. Let's go! Was bisher geschah? Guten Morgen, 23. Ausbildungsseminar. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich höre nichts. Ich bin sagen, guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin echt gespannt, was aus mir selber wird und wie die Polizeiausbildung auch ist. Da freue ich mich schon echt voll drauf. Jetzt haben wir das Gefühl, es geht richtig los. Also ja. So geht es mir zumindest. Oder? Man hat jetzt richtig das Gefühl, dass man so dazugehört. Das ist echt komisch im ersten Moment. Ungewohnt, ja. Total ungewohnt, aber es sieht gut aus. Sieht gut aus. Frühmorgens an der Polizeischule in Eichstätt. 3 Monate sind die Auszubildenden schon hier. Heute werden sie zum ersten Mal schießen. Da geht es letztendlich darum, dass die einfach mal lernen, wie man mit der Waffe umgeht. Das heißt, wie gehe ich mit der Waffe um? Handhabungssicherheit. Wir müssen auf die Sicherheit von der Waffe schauen. Das ist das oberste Gebot. Zum Polizeiberuf gehört auch die Waffe. In Bayern haben Bereitschaftspolizisten vergangenes Jahr 16 Schüsse auf Personen abgegeben. Nicht viel. Trotzdem muss jeder Polizist seine Waffe beherrschen. Reicht, oder? Immer wieder kommt es zu Unfällen. Wie im März an der Polizeischule Würzburg. Ein Auszubildender wurde von einem Kollegen erschossen. Die Gründe dafür sind immer noch ungeklärt. Letzte Übungen für Marina und Hassan, ohne Munition. Polizisten müssen ihre Waffe blind ziehen und sicher wieder einstecken können. Aber klappt das auch unter Druck? Diese Abläufe, die machst du tausend und tausende Mal. Ziehen, am Körper hoch, nach vorne, zurück, holstern, dann rausnehmen, Magazin wechseln, Magazin blind abspitzen. Aber das schon, also wenn du das so heftig trainierst, dann bist du halt im Stress schon viel sicherer. Ne? Machen wir gerne Competition. Der Kollege Celik gibt das Kommando, auf sein Kommando Waffe raus, Schuss abgeben, wegstecken, primärsicher offen bleiben. Einmal klatschen, schau, wer ist das? Auf geht's. 3. 1. Nein. Du musst 3. Irgendwann einfach losbrüllen. Achso, okay. Los. Scheiße. Nicht aufgeben, gell? Man kann Scheiße brüllen, aber die Waffe muss weg. Und wenn es 30 Sekunden dauert. Nochmal spannen. Beispiel nochmal. Los. Mann, sorry, was ist denn los? Einmal machen wir noch. Los, um die Verhandlung zu demoralisieren. Warten Sie, ich muss meine Folie zu machen. Oh, tatsächlich, ja. Was ich nicht ganz sehe, ist, ob die Waffen, ob das die echten sind und die da ein Dings drin haben, dass sie eben zum Zeigen, dass sie keine Munition drin haben und nicht schießen können, oder ob das, weil die klackern so komisch, aber ich glaube, die Deutschen haben Glocks, obwohl das sieht nicht nach Glocke aus, aber die klingen so komisch. Aber ja, schon besser. Normalerweise manipuliert man schon mit der richtigen Waffe. Bis bitte raus, mein neuester Freund. 3. Los. Oh, da geübt. Sehr gut, klasse. Gut. Wie lief's jetzt? Ja, das Trockentraining hatten wir schon ein paar Mal. Ist jetzt noch so ein bisschen beruhigend, bevor es jetzt richtig zum Schießen geht. So, man wird da, finde ich, schon ziemlich gut vorbereitet durch das Trockentraining. Ist man sich auch ein bisschen sicherer mit dem, was man macht. Ja. Bist du denn aufgeregt? Ja, also eine gewisse Aufregung ist. Warum ist die so übelst dran gezoomt? Das irritiert mich irgendwie ein wenig. Auf jeden Fall da.
ich freue mich zwar auf den Schuss, aber man hat trotzdem Respekt davor, wie es jetzt sein wird, weil ich habe sowas noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie der Rückstoß ist. Bist du aufgeregt? Nicht wirklich. Vorher noch eine Ansprache. Versucht es euch schön langsam, ganz gemütlich, damit auseinanderzusetzen, wie das ist, wenn ihr mit der scharfen Waffe unterwegs seid. Wenn sie die vielleicht da einsetzen müsst. Das gehört dazu zum Berufsbild des Polizisten. Redst du mit Leuten drüber? Redst du mit Leuten drüber, die das schon länger machen vielleicht, die schon länger eine Waffe tragen? Redst du mit euren Eltern oder sonst was drüber? Aber versucht es euch, da ein bisschen auseinanderzusetzen. Es geht zum Schießen. Diese Blätter müssen sie aus 3 Metern Abstand treffen. Möglichst in der Mitte. Also 3 Meter ist, dann, ist nicht wirklich eine Kunst. Ne? Also, das ist ja ein A4-Blatt, oder? Das kann natürlich sein, wenn sie verspannen oder so aufgeregt sind, dass man der Abzugsfinger in den Abzug reinkommt. Aber deshalb sind auch wir noch da, um zu sagen, halt stopp. Halt stopp! Ja. Was könnte dann schlimmstenfalls passieren, wenn man da so verspannt? Eine ungewollte Schussabgabe und dann je nachdem, wo die Waffe hinzeigt, da geht der Schuss halt auch hin. Die Hörschütze auf. Macht Sinn. Ja. Dann Feuer frei. Als Erste wird Marina schießen. Auf die Bewegung achten, sie haben getroffen. Ja. Ja. Sehr gut. Der war aber gut. Beide haben getroffen. Und Marina sogar ziemlich gut. Okay. 10 Schüsse haben sie jetzt, denn das Magazin muss aus Sicherheitsgründen leer geschossen werden. Ey, die ist ein Naturtalent. Wenn die noch nie geschossen hat, die ist gut. Weil für das erste Mal, da musst du schon mit dem Griff und alles, musst du im Griff haben. Und das größte Problem ist beim ersten Mal schießen, weil du wartest wie so, jetzt dann, oder? Weil der Abzug hat ja ein paar Millimeter, wo du ziehen musst. Und dann wartest du dann immer so und dann machst du so, weißt du, dann verziehst du den. Aber die macht das echt gut, muss ich sagen. Jetzt sind wir wieder da. Wenn sie so ein Trefferbild haben und so schießen. Nee. Optimal. Gut, und sie dürfen durchaus stolz auf sich sein. Okay. Also ich habe alle 10 aufs Blatt getroffen. Das passt für den ersten Schuss. Bei Hassan ganz okay. Und Marina? Ja, super. Aber ist auch gleich nur 3 Meter. Kommt Fabian dran. Wir bekommen am Rande mit, der Lehrer muss ihn beruhigen. Ganz ruhig bleiben. Sehr gut vorbereitet worden. Das ist genau das, was sie die letzten Wochen gemacht haben. Trotzdem hat man immer das Gefühl, auch wenn man es 10-mal durchgegangen ist, man hat immer das Gefühl, Mensch, wie war das jetzt nochmal? Ja. Denke ich jetzt an alles? Sie werden feststellen, dass drüber nachdenken wird irgendwann. Es hat halt auch damit zu tun, dass man jetzt halt keine Ausbildungspatrone mehr in der Hand hat, wo man sagt, wenn ich aus Versehen mal was falsch mache, dann passiert nichts. Ne? Aufstellen. Nervosität ist eher hinderlich beim Schießen. Feuer frei. Genau, so wäre es besser. Und weiter. Nicht getroffen. Das ist jetzt ein typisches Beispiel. Übelst nervös und dann will er den Schuss unbedingt in die Mitte knallen und dann verziehst du das Ding und es geht übelst daneben. Schaffen wir schon. Nummer 2. Wieder nicht. Einmal frei auf den Griff, nur mehr schauen. Okay. Weiter. 3. Auch nicht. Nummer 4. Ich weiß nicht, verzieh ich nach das oben? Stimmt. Boah, jetzt dachte ich einen kurzen Moment, der hat den Bogen geschossen. Oh mein Gott. Das ist so, ey, da musst du echt übelst aufpassen. Besonders der Instruktor, aber der ist total relaxed. Der. Das gibt's ja gar nicht. Also, hier schau mal du schnell rüber. Mach es mal ganz langsam. Und wenn es vorne sind, bleiben sie mal schnell. Gehen jetzt einfach mal ins Ziel und Finger lang. Versuchen wir nur mal langsam zum Abziehen. Okay. Na? Hast du gesehen? Wenn du auf die Pistolenspitze jetzt geschaut hast, dann wie er da die einfach so eine kleine Bewegung, das ist eben genau das. Und das ist halt schwierig. Und wenn du das von Beginn an hast. Das ist übel. Jetzt ist es. Sie verreißen. Dann kannst du aber warum? Das ist okay. Waffe. Welcher Gag stecken? Wenn der Schuss drin ist, Verschluss nach hinten. Wenn Sie abziehen. Okay. Ja.
überprüfen uns. So eine Art, als ob sie Angst hätten jetzt vom Knall. Und dann verreißen sie. Aber nach unten oder nach oben? Ich sehe. Nach also, unten oder? Anscheinend. Okay. Mit der Waffe war alles in Ordnung. Anscheinend. Die letzten Schüsse hat er aufs Blatt getroffen. Ich fand jetzt nicht, dass ich nervös war. Aber das ist halt einfach, wenn man so das Ding das erste Mal geladen in der Hand hat, das ist halt trotzdem was anderes, als wenn man es im Trockenen übt. Ne? Das ist halt einfach so. Beim nächsten Mal wird es noch besser und das wird jetzt von Mal zu Mal. Haben wir die Ausbilder jetzt auch gesagt, das ist halt einfach eine Übungssache, das kommt mit der Zeit. Jetzt noch Waffe zerlegen und putzen. Auch aus Sicherheitsgründen. Denn was nicht passieren darf, dass noch eine scharfe Patrone im Lauf ist. Nur leer dürfen die Schüler die Waffe mit aufs Zimmer nehmen. Ja, aber das ist jetzt auch wieder eine Aussage. Mein Gott, du machst ja die Kontrolle von der Waffe, machst du noch im Schießkeller. Musst du immer schauen, ob du da noch eine Munition, eine Hülse drin hast oder nicht. Das machst du ja nicht erst bei der Reinigung. Es wäre ja fahrlässig. Das nächste Mal auf Verbrecherjagd. Entschuldigung, was machen Sie da? Lassen Sie das fallen, was haben Sie da in der Hand? Lassen Sie das fallen oder ich schieße! Hey, stopp! Polizei! Stehen bleiben! Stopp! Stopp! Ja, top! Habe ich schon geliked. Ja, es, also, das jetzt nachher, die nächsten Dings, was da kommt, das wird bestimmt noch ziemlich funny. Ich habe immer gerne geschossen, to be honest. Und war im... Wenn es drauf ankam, also mit Geschwindigkeit und Combat-Schießen und Schießkino und so, war ich immer gut. Und Präzisionspunkte habe ich auch immer abgekackt. Da wollte ich immer einfach immer die und dann habe ich eben abgerissen. So, tja, so ist es. Nice.